Medico arbeitet für das Recht auf Gesundheit. Wir streiten dafür, dass alle Menschen überall auf der Welt, egal wo sie leben, gesundheitliche Bedingungen vorfinden, die ihnen ein ordentliches Leben ermöglichen. Medico International ist sicherlich eine der wichtigen Organisationen in der entwicklungspolitischen Landschaft, sowohl in Hessen als auch irgendwie bundesweit, weil es einerseits eine lange Tradition hat, sich sowohl in der Außenpolitik als auch in der innenpolitischen Situation klar zu äußern. Das ist nicht unbedingt so rasend üblich inzwischen. Medico International ist wichtig, weil wir eine eigene Haltung entwickelt haben zu den Problemen in der Welt und zu dem, wie wir auch mit unseren Partnern kooperieren. Und diese Haltung ist, kann man nur zusammenfassen mit drei so Slogans: Hilfe verteidigen, Hilfe kritisieren, Hilfe überwinden. Also es geht darum, uns überflüssig zu machen, unsere Unterstützung überflüssig zu machen, unsere Arbeit auch selber kritisch zu reflektieren und doch gleichzeitig Hilfe als solidarische Unterstützung für Menschen in Not immer zu verteidigen. Ich wünsche Medico zum 50. Geburtstag, dass es mindestens noch einen 50. obendrauf gibt. Ich wünsche Ihnen, dass Sie weiterhin so offen bleiben können, auch wenn die Organisation weiter wächst, dafür, dass eben auch kleine Initiativen an Sie andocken können, dass Sie Politik vor Ort mit unterstützen. Zum Geburtstag wünsche ich mir zweierlei. Das ist sehr widersprüchlich. Einmal, dass es in 50 Jahren noch immer existiert und zum anderen, dass es nicht mehr existiert. Dass das, was wir uns vorgenommen haben, erreicht ist, nämlich eine andere Welt, in der alle leben können, so wie sie es wollen. Ich wünsche mir zum Geburtstag von Medico, dass es natürlich die Welt besser aussieht, als sie gegenwärtig aussieht, dass es politische, handlungsfähige politische Kräfte gibt, die verstehen, dass wir weder durch Rassismus noch durch Sicherheit unsere Existenz schützen können, sondern nur durch eine Umverteilung weltweit, durch ein Verständnis für unsere Rolle hier. Also ich wünsche mir ehrlich gesagt eine andere Welt, sonst wird es ganz schön schwer. Ich wollte ein kleines Grußwort loswerden, Landsleute. Wir sind ja hier 50 Jahre Medico International. Das ist eine tolle Geschichte, Erfolgsgeschichte natürlich aus Ihrer Sicht, resultierend aus einer ziemlichen Scheiße, die auf der Welt so läuft, aber das kennen wir ja alle seit Jahrhunderten. Sie machen den guten Part und die Bundeswehr oder der Soldat ist immer für die Dreckarbeit zuständig. Hören Sie, was für mich Medico International bedeutet. Wenn ich eins vor dem jüngsten Gericht stehe, dann wird man mich fragen, was hast du getan? Und dann werde ich eine kleine Pause machen, werde nicht genau wissen, was ich getan habe, aber dann werde ich als Ausrede sagen, ich habe Jahrzehnte bei Medico mitgeholfen, in bescheidenem Umfang. Wenn ich Glück habe, wird beim jüngsten Gericht ein bescheidenes Lächeln über die Gesichter huschen und ich komme mit mildern Umständen davon. Ich habe mir das Haus angeguckt, sind ja in diesem neuen Haus von Medico praktisch 6 Stockwerke Gutmenschen beisammen. Ja, tolle Sache. Wobei, wenn Sie mir mal diese saloppe Bemerkung erlauben, Krieg würden wir mit denen keinen gewinnen. Nicht? Kleiner Scherz. Ja, aber wissen Sie, was das Schöne ist? So Leute wie die Gutmenschen fangen auch keinen Krieg an. Ich wünsche Medico zum 50. Geburtstag, dass Sie Ihren 60. noch erleben, Ihren 70. und dass Sie mit Ihrem 75. überflüssig werden, weil Sie bei Ihrem großen, überdimensionalen Ziel die Gesundheit und die Fürsorge für die Gesundheit als Menschenrecht zu verankern, lange brauchen werden. Wenn Sie das schaffen, dürfen Sie untergehen. Vorher nicht.
απ' το κουσάντα συστήσαμε. Τον ερωτήσα να μάθω από που κρατά. Μήπως από την Τουρκία ήταν ή απ' την Ελλάδα ή απ' άλλο ξένο τόπο από μακριά.